einfacher, stabiler und zu spannender Knoten für Tarps oder sonstige Aufbauten. Das zeige ich euch jetzt. Hey, ich bin's Luca von Sota Autoshop. Ich zeige euch heute einen coolen Knoten, den ihr ganz einfach nachmachen könnt, der bombenfest sitzt und ihr habt mit dem sogar noch die Möglichkeit, den nachzuspannen. Wenn ihr einen Tarp abspannen wollt, ist es der perfekte Knoten. Ich habe jetzt hier einen Besenstiel und ein Stück Paracord und ich versuche euch das jetzt bestmöglich zu erklären, sodass ihr es auch selber dann im Wald hinkriegt. Bleibt dran. Vier Wicklungen und hier geht das letzte Stück Schnur dann durch. So. Wir ziehen es dann ein bisschen zurecht. So. Jetzt könnt ihr hier ziehen und richtig Spannung drauf bringen. Die könnt es nachher auch verstellen, den Knoten. Ja. Hier ziehen, passiert nichts. Wenn ihr mehr Schnur braucht, hier am Knoten oben ziehen, seht ihr, den einfach nach hinten schieben, dann kriegt ihr mehr Seil. Und wenn ihr spannen wollt, zieht ihr einfach hier an dem Seil und erhebt. Also, ich brauche mehr Schnur, ich ziehe den Knoten Richtung Baumstamm. Ich habe das zu locker gespannt, ich ziehe Schnur vom Baum und hebt den Knoten nach oben. Zack. Richtig geiler Knoten. Jetzt zeige ich euch im Detail, wie man den macht. Ich hoffe, ihr kennt das durch die Kamera. Unser Baumstamm. Hier unser Baumstamm. Nun gehen wir mit dem Seil um den Baumstamm rum. Wir nennen das hier mal die Spannschnur. Ja, da wird nachher unser Tarp drauf liegen. Dann nehmen wir dieses kleine Stück, legen es einmal drüber und gehen hier einmal drunter. Okay, soweit so gut, gar kein Problem. Jetzt haben wir hier schon wie so eine Wicklung. Dann machen wir das gleiche nochmal, einmal. Und nochmal, zweimal. Und nochmal, dreimal. So. Jetzt sieht das Ganze so aus. Deswegen ziehen wir hier an der Schnur und legen diese drei Wicklungen einfach an die untere Schnur ran. Jetzt machen wir nochmal drei Wicklungen, aber über die beiden Schnüre. Und bei der letzten führen wir das Endstück von der Schnur nochmal durch. Also hier, da durchfummeln. So. Okay. Jetzt ziehen wir das alles ein bisschen fest und zurecht. Und jetzt können wir hier ziehen und wenn wir hier einfach drauf drücken und den nach hinten schieben, können wir die Schnur schon entspannen. Und wenn wir hier hinten ziehen, an dem Teil, können wir spannen. Also das Tarp ist jetzt zu fest, jetzt können wir es lockerer machen, ein bisschen Schnur geben. Und wenn wir es jetzt nachher richtig fest abspannen, dann ziehen wir hier, bis nichts mehr geht. Und siehe da, der Knoten hält. So ein Spannknoten ist an für sich eine richtig geile Sache. Ich habe echt früher, wo ich damit angefangen habe, ein paar Mal. Oder heute noch, ne? Manchmal funktioniert es nicht, manchmal legt man das über die falsche Seite und kotzt sich richtig an, wenn es pisst und es ist kalt und die Finger sind halb eingefroren und man muss dann das Tarp abspannen. Immer kacke, wenn man dann in so einer Extremsituation oder in so einer nachgestellten Notfallsituation das schnell, schnell machen muss. Deswegen hier, wie bei allem eigentlich, regelmäßiges Training oder regelmäßiges Üben mit den Knoten ist eigentlich immer die Voraussetzung dafür, dass du das nachher dann auch schaffst. Wenn du 50 Sachen gleichzeitig machen musst oder du andere Bedingungen hast, als hier jetzt in Ruhe den Knoten aufzubauen. Stell dir vor, du bist am Baum, Kopf über,
Streckst die Arme hoch, machst es schon 5 Minuten, probierst rum deine Schultern, die Schultermuskeln übersauern irgendwann und so weiter, dann wird es nachher nicht funktionieren. Deswegen machst du am besten öfters zu Hause, vor der Couch, vorm Fernseher, keine Ahnung, probier es einfach aus und dann kriegst du das auch hin, wenn es dann mal drauf ankommt. Also wir hätten jetzt ja dann das Tarp abgespannt und es würde jetzt ja hier oben dann drauf liegen. Ja. Jetzt müssten wir das ja noch seitlich abspannen. Also im Endeffekt zum Anschaulichen werden das Tarp so abgespannt. Zum Beispiel, das wird jetzt so hängen. Jetzt müssen wir ja hier noch die Ecken links und rechts auch noch befestigen. Das kannst du auch machen, entweder je nachdem, wie hoch dein Aufbau ist, du machst es hier direkt in die Erde rein, für wie so eine Dackelgarage. Oder du hast eine Hängematte drunter, dann schwebt es natürlich oben drüber. Dann kannst du es hier auch wieder Paracord, Schnur, Hering, Tarpspitze verbinden mit Schnur und Knoten. Oder was ich mittlerweile richtig geil finde und gern dabei habe, sind Expander. Die haben wir auch bei uns im Shop. Das sind jetzt welche von der niederländischen Armee. Das sind auch so wie andere Expander. Das ist jetzt nichts. Krass. Gibt keine krassen Unterschiede, aber die sind halt einfach sehr robust. Die haben jetzt schon echt lange gehalten. Wenn ich sie jetzt mal Friemel kriege, dann zeige ich sie dir. So, also klassischer Expander, coole Farbe, halt Oliv. Ja, die kannst du aber teilweise 2,50 m oder so auch dehnen. Ist halt auch ganz nice. Und das erspart dir dann auch die Knotentechniken. Gerade für die, wenn ich das Tarp dann so abspannen will, am Boden, Hering. Einfach einen Hering rein, die Expander drumherum und in die Lasche vom Tarp machen. Oder auch wenn du das nachher so abspannen möchtest, das Tarp, kannst du hier einfach auch den nächsten Baum suchen. Ein Expander da rein, der andere zum Baum hin. Ist ganz cool, wiegen auch nicht viel. Ich habe da immer mittlerweile viel dabei, plus natürlich Paracord. Aber so ein Expander ist eigentlich eine coole Sache, kann ich dir nur empfehlen, es damit mal auszuprobieren. Funktioniert sehr, sehr gut. Okay, also von meiner Seite aus war es das jetzt mal zu dem ein Video zum Thema Knoten oder Spannknoten fürs Tarp. Ich bin selber nicht der größte Knotenprofi. Ich kenne und ich kann ein paar und den eben auch. Und das ist eigentlich mein Lieblingsknoten und der reicht mir eigentlich fürs meiste. Wie gesagt, versucht euch einfach da ein bisschen zu informieren, übt die Knoten fleißig zu Hause in einer ruhigen Umgebung und dann wird es draußen auch wunderbar funktionieren. Also, wenn ihr das Video euch gut genug angeschaut habt und aufmerksam wart, dann wird dieses frustrierende Tarp abspannen und nichts hält und es ist schräg und es ist scheiße und es ist zu, die Schnur hängt durch und alles kacke und nachher passt es nicht. Wenn ihr Glück habt und euch das Video lang genug angeguckt habt, fleißig geübt habt, könnt ihr der Sache einfach umgehen. Also fleißig üben, fleißig Knoten üben. Danke fürs Zuschauen und bis bald.